Herzlich willkommen. Neues Video. Ich bin's, eure Bibis Beauty Palace. Du hättest wenigstens den Tisch nach dem Essen jetzt nochmal kurz bei dir sauber machen können. Ist sauber. Los! Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video. Aber meine Intro schneidest du auch rein? Ja, ich schneide dein Intro auch rein, auch wenn er schlecht war. Wir haben jetzt den zweiten Teil von Vladi errät Haushaltsgegenstände. Los, Jason. Jason spielt mit einem Wattestäbchen. Und zwar habe ich jetzt die weiteren 6 Teile und bin mir ziemlich sicher, dass Vladi kein einziges erraten wird. Deswegen fangen wir auch direkt einfach mal an mit dem ersten Produkt. Bitteschön. Mann, Schatz, also wirklich. Du hast doch gesagt, du errätst alles. Wer errät sowas? Du. Du hast ja aber gesagt, du errätst alles. Ja, Schatz, ich sag viel, wenn der Tag lang ist. Ich hab dir gesagt, du wirst kein einziges erraten. Ich dachte erstmal, das ist Beyblade. Jetzt kommt dein Beyblade-Einspieler. Ja, das steckt man irgendwo rein und dann ist das fest. Weil hier zacken. Wie meinst du fest? Ja, ich denke, das geht zu und dann ist fest, aber das ist jetzt so groß, das Loch. Schatz, ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich kann es nicht mehr erraten, weil ich nicht mal eine Idee habe. Ich habe nicht mal eine Idee. Nee, du musst mir einen Tipp geben. Gib mir einen Tipp. Du weißt es selbst nicht. Ja doch, aber ich weiß... Ja, du hast bestimmt vorher gegoogelt. Nein, ich will dir halt keinen Tipp geben, dass du es direkt errätst. Gib mir einen Tipp. Ja, das mit dem Reinstecken war schon mal richtig. Ja, und wohin? Ja, das sage ich dir nicht. Dann weißt du es ja direkt. Ja, toll, dann weiß ich aber auch so nicht. Ja, man steckt das irgendwo rein, um was rauszuholen. Um was rauszuholen? Ja. Aber was? Übertreibt man nicht mit den Tipps. Ja, Schatz, ich weiß es nicht. Wie soll ich dir direkt sagen? Ja, sag's mir einfach. So, das kannst du in den Abfluss stecken, um die Haare rauszuholen nach dem Duschen. Für Leute, die keinen Filter oder so drin haben, dann steckst du das rein und dann bleiben die hängen und dann kannst du das komplett so rausholen. Das ist aber nicht für Küche geeignet. Ich dachte, es geht um Küchengegenstände. Haushaltsgeräte, habe ich doch gesagt. Das ist kein Gerät. Gerät ist elektronisch. Ja, Gegenstand. Guck. Der kann es auch für Küche nehmen. Vielleicht gibt es Leute, die in der Küche die Haare waschen oder so. Leute. Guck, dann kannst du das so rausholen. Ich habe es nicht erraten. Weil im Waschbecken zum Beispiel gibt es ja Leute, die ihren Bart rasieren. Dann kann man das aus dem Becken rausholen. Okay. Damit das Rohr nicht verstopft. Für mich ist das nichts, weil ich habe keinen Bart. Ja. Nächste. Ich dachte, ich hätte das Klinke bestellt. Das ist für Eis rausholen. Eis rausholen, Teil 2. Here we go again. Schatz, das kann nur ein Eisraufholer sein. Guck's dir an. Hast du schöne Kugel. Das Sieb ist es. Sieb. Ne? Weil hat Löcher. Nicht so viele wie andere Sieb zwar, aber der Aufbau ist der gleiche. Das ist das, was zählt. Und für was ist das Sieb? Ja, ist Sieb, ne? Richtig. Ich sag nichts. Nein, sag mal, ob Sieb richtig ist. Nein. Aber für was denkst du denn, ist das Sieb dann geeignet, wenn es ein Sieb wäre? Ja, weiß ich nicht, für kleine Nudeln oder so. Für 2 Nudeln oder so holst du raus, oder was? Ja, für Baby oder so Sieb. Ja, dann weiß ich es auch nicht. Das ist richtig praktisch fürs Backen.
Das ist nicht meine Abteilung. Deine Abteilung ist gar nichts in der Küche. Ja, ist auch nicht. Und zwar gibt es ja beim Backen so manchmal Rezepte, wo man Eigelb und Eiweiß trennen muss, ne? Wenn du das Ei da reinmachst, bleibt das Eigelb direkt drin und nur das Eiweiß fließt raus. Und dann musst du das nicht mehr trennen oder so, weil das Ding trennt dir das direkt. Das heißt, das ist ein Eitrenner. Sieb. Eisieb kann man das sagen. Doch, es siebt das Eiweiß. Nein. Doch? Nein. Doch? Das ist ein Teiler. Nein, Sieb. Das ist halt dieselbe Funktion von Sieb. Du kannst nicht sagen, dass es Teiler ist, wenn es ein Sieb ist. Teiler gibt sowas nicht, es sei Sieb. Es siebt das Ei, oder was? Ja! Es macht keinen Sinn. Doch! Nein! Doch! Nein. Doch, ich erkläre dir das jetzt. Wenn du Nudeln nimmst, Nudel und Wasser ist in Dings, Topf. Und du kippst aus und Sieb ist Wasser weg. Oh, guck mal, da ist ein Herr. Hör doch zu! Schrei nicht so, wir haben schon fast 10. Fast 10. Ich kann noch 9 Minuten rumschreien. Hier, Wasser flüssig bei Nudeln, ein normales Sieb fließt raus. Ja, aber nur noch Nudeln. Ist auch flüssig. Nein, Eigelb ist fest Bestandteil. Aber es ist nicht fest. Doch, es ist fast fest. Und Eiweiß ist flüssig, deswegen Sieb. Deswegen war ich richtig. Fertig. Sieb. Jetzt wird's lustig. Let's go. Jetzt nächste. Wird's so lustig. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Was ist das? Man tut das auch irgendwo rein. Nee, Schatz, ich habe keine Ahnung. Ich gebe direkt auf. Ich gebe direkt auf. Und zwar? Würde ich wissen, wie man das erfindet, würde ich es erfinden, weil ich nicht mal wüsste, dass es gibt. Und dann hätte ich Probleme mit dem Patentamt oder so. Wenn ich dir den Namen sage, wirst du trotzdem nicht wissen, was es ist. Ja, sag mal Name. Der Name ist Multifunktionsrotationsschaber. Was ist die Schaber? Ja, okay. Rotationsschaber. Was ist das dann? Schatz, ich weiß es nicht. Was Schrott ist es? Guck mal, wenn du was mixt, ne, dann kannst du das so da reinstellen und kannst das dann alles rausholen direkt. Weil du drehst das mit den Zacken mit und dann hast du alles in diesem Löffel. Das ist so ein Bullshit. Was erfinden die Menschen denn? Okay, du kannst kein Japanisch oder so. Nicht aufklappen. Also nicht kaputt machen. Solarlampe. Das funktioniert nicht. Was machen wir noch? Was das machen? Das Morsezeichen, ne? Guck, wenn du in Gefahr bist oder so, kannst du das hochhalten und dann machst du so. Dann kommt so Licht und das Morsezeichen. Weißt du, was Morsezeichen ist? Nein, ich kenne nur SOS. Du weißt nicht mal, was Morsezeichen ist. Ja, ich weiß nicht, was das ist. Sag mir. Und zwar. Ich bin für Morsezeichen. Und zwar. Wenn du Chips isst, ne? Wenn du Chips isst, dann isst du ja nicht die komplette Packung so wie ich auch, ne? Dann kannst du einfach mit dem Teil die Chipstüte wieder zumachen. Funktioniert dran.
Vladi war einfach nur zu blöd dafür. So, das Ding weg. Wie viele Gegenstände noch? Noch zwei. Machen wir erstmal das hier. Das ersetzt die klassische Eiswaffel. Alter Scheiße. Die kannst du auch mal eine Kugel draufsetzen. Du mit deinem scheiß Eis, ey. Trichter. Bei einem Trichter muss unten ein Loch sein. Ist doch. Ach so. Hab ich nicht gesehen. Damit. Hör auf. Ja, sag mal, was ist das? Ja, warte doch. Ich kann nicht warten, wenn ich nicht weiß, was es ist. Boah, jetzt fängt das schon wieder an, ey. Sag's mir. Es ist so langweilig. Warum musst du denn alles nachgucken? Du weißt es selbst nicht. Ich will dir das doch nur zeigen, weil es zum Backen ist und du das sonst nicht checkst. Hier, guck, du kannst damit backen. Dann kannst du so deinen Teig drum machen und dann hast du fertige Croissants. Schatz, jetzt ohne Scheiß, ne? Du hast gesagt Haushaltsgegenstände. Drei von den Gegenständen, die wir bisher hatten, waren für Backen. Ich habe damit nichts am Hut. Ich werde niemals in meinem Leben werde ich einen Kuchen backen. Merkt euch dieses Video. Das kommt raus am 12. Mai 2021. In 50 Jahren werde ich mich auf YouTube melden und sagen, dass ich immer noch keinen Kuchen gebacken habe. Punkt. So, letztes Produkt. Sieht aus wie Fensterputzer. Hat aber Zacken. Wahrscheinlich kein Fensterputzer. Ist das auch fürs Backen? Nein. Für was ist das dann? Ja, sag du es mir. Schatz, woher soll ich das wissen? Das ist genauso, wie wenn ich mit dir ein FIFA-Video mache und ich frage, was du da machen musst. Weißt du auch nicht. Ja, ist so. Brauchst du das? Also nein. Genau wie die anderen Sachen brauchst du genauso wenig. Okay, das hier brauchst du vielleicht, das ist nicht verkehrt. Aber alles andere ist... Achso, aber der Eitrenner ist verkehrt, oder was? Ja! Siehst du, daran merkt man halt, weil er noch nie gebacken hat. Natürlich ist ihm das dann scheißegal, wie man ein Ei normalerweise trennt. Was das für ein Aufwand ist. Ja, das ist spitz. Gib mir einen Tipp. Damit kannst du was entfernen. Entfernen? Was denn? Hornhaut. Weißt du, man reicht. Hornhaut. Nein. Doch, guck. Hornhautentferner. Hör auf damit. Oh, das funktioniert! Au! Hä, warum? Weil das nicht dafür da ist! Guck, wie glatt meine Hand ist! Wie Babyhaut! Warte, ich muss auf andere Hand laufen! Das ist nicht dafür da! Ja, das ist angenehm, angenehm! Boah, Leute! Hornhautentferner! Gute Sache! Nein! Was dann? Ein Flusenentferner! Was ist Flusen? Hier, guck, auf Teppich und so. Kannst du die Flusen entfernen. Aber komischerweise, Jason ist in der Tüte, normalerweise gibt es da zwei Ersatz, also zwei Stück, aber irgendwie habe ich nur eins bekommen, glaube ich. Ja toll, die haben uns verarscht.
funktionieren. Es funktioniert nicht, weil du alles von nach unten nach oben schiebst. Kannst du jetzt das Video beenden? Das kann man bestimmt auch als Massage benutzen. Tja, du kratzt ja damit gleich alles auf. Hier. Teppichflusenentferner. So Leute, wie ihr gesehen habt, hat der Junge wieder kein einziges... Doch, Schatz, ich hatte Sieb erraten. Es ist aber kein Sieb, es ist ein Eitrenner. Schatz, es ist, hat die Funktion eines Siebs. Nur weil es Eitrenner heißt, heißt es nicht, dass es kein Sieb ist. Ja, wenn du willst, hast du in dem gesamten Video von Teil 1 und 2 jetzt einen Punkt insgesamt, weil das eine war ein Schäler und eine Reibe, wo du nur Schäler gesagt hast und das angeblich... Ja, aber ein Punkt ist besser als kein Punkt im Endeffekt. Von 12 hast du einen Punkt, das ist eine 6. Ist befriedigend. Ist nicht befriedigend. Schatz, hör auf, mich fertig zu machen. Schreibt in die Kommentare, ob ihr irgendwas wusstet. Wette ich nicht. Schreibt auf jeden Fall, wie Vladi schon gesagt hat, mal in die Kommentare rein, ob ihr irgendwas davon erraten hättet. Das war's auf jeden Fall mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.